willkommen zu Kochen mit Annixe, Gumanns schnelle Küche. Und Jörg Gumann, unser TV-Koch, hat heute längliche Muscheln mitgebracht. Jörg, was hat's damit auf sich? Ja, das sind Schwertmuscheln oder auf Spanisch Navajas oder Scheidenmuscheln genannt. Und die hat man bestimmt schon mal im Supermarkt gesehen oder in der Fischabteilung. Und ich möchte heute mal zeigen, wie man die zubereiten kann. Das auf zwei Varianten. Mhm. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil das nämlich genau so ging es mir. Ich kannte die schon, aber ich wusste nie, wie man sie macht. Deswegen bin ich gespannt. Also zwei Varianten bedeutet? Mhm. Ja, wir werden sie einmal mit einer Sauce Vierge zubereiten. Mhm. Das machen wir als allererstes. Okay. Und nachher einfach nur im Backofen unterm Salamander, also unter dem Backofengrill, mit frischem Meersalz und Petersilie-Knoblauch. Okay. Ganz schnelle Variante, etwas Aioli dazu. Das ist so ein 5-Minuten-Zubereitungsgericht. Ich mag das unglaublich gerne als Vorspeise, wenn ich im Sommer Gäste eingeladen habe, ja, auf der Terrasse. Das glaube ich dir. Aber du hast jetzt gerade meinen Blick gesehen, deswegen hast du so ein bisschen gestutzt wegen dem Salamander. Ich wusste gar nicht, dass man diesen Grilleinsatz Salamander nennt im Herd. Tja, wieder was gelernt. Du lernst nie aus. Ich lerne nie aus. Okay, wie legst du los? Also wir machen die erste Variante mit der Sauce Vierge. Dafür habe ich hier einen Topf mit heißem Wasser, beziehungsweise mit kochendem Wasser. Jetzt machen wir das mal ein bisschen höher. Jawohl. Da ist etwas Salz schon dabei. Und jetzt nehmen wir uns hier die gewaschenen Schwertmuscheln. Ganz wichtig, die stecken ja so rum im Boden drin, genau, im Meeresgrund. Pardon. Und die sind unglaublich sandig. Das heißt, man muss sie mindestens 2 bis 3 Stunden vorher wässern. Und zwar nehmen Sie wirklich kaltes Wasser ins Waschbecken reinfüllen und etwas Meersalz oder wenigstens Kochsalz dazu. Dann gehen sie auch relativ schnell auf wieder, die Muscheln, und dann ordentlich durchspülen, ja, und das Ganze 2 bis 3 Mal wiederholen. Aber wie gesagt, über einen Zeitraum von 3 Stunden. Erst dann haben die ihren Sand wieder abgegeben. Ansonsten macht diese Muschel überhaupt keinen Spaß zu essen. Ja. Aber dafür umso mehr, wenn sie sauber ist, genau. Ja, das haben wir natürlich schon mal gemacht. Ja. Die sind picobello sauber. Und deshalb nehmen wir jetzt mal ein paar Stück hier weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du schmeißt sie da rein. Du hast ja gerade so schön gesagt, die sind aufrecht auf dem Meeresgrund. Das ist wirklich, ja, witzig. Die haben nämlich einen Fuß. Und die klemmen sich wirklich mit dem Fuß da unten in dem Sand fest. Das ist total faszinierend. Wichtig ist es beim Zubereiten, die darf man nicht zu lange kochen, da werden sie zäh. Deswegen haben wir hier einen relativ flachen, breiten Topf genommen. Ungefähr 1 cm bis 1,5 cm hoch Wasser drin, gar nicht viel mehr. Da kommen die jetzt rein und bleiben einfach so lange drin, bis sich die Schalen richtig geöffnet haben. Beziehungsweise man sieht, dass das Muschelfleisch durch ist, sich verfärbt, genau, also durch ist. Das wird dann immer weißer, da muss man, ne? Genau, da muss man dann einfach immer mal wieder drauf gucken. Ich sag mal 3 Minuten, schätze ich, wird das Ganze dauern. So, und jetzt machen wir auch kurz einen Topf drauf. Den Deckel? In der Zwischenzeit, In der Zwischenzeit suche ich meinen anderen kleinen Topf, den mir vorher jemand geklaut hat. Dahinter. Nein, der ist drüben auf dem Anrichtetisch, ja, weil das Studio ist wesentlich, ja, größer als das, was Sie sehen, liebe Zuschauer. Das ist immer sehr, sehr witzig. Aber apropos, da kann ich gleich mal ganz kurz was zu sagen. Gehen Sie mal auf YouTube, da haben wir manchmal auch ein paar Videos von kleinen Einblicken ins Studio. So, jetzt hast du den kleinen Topf, so, auch Salz reingemacht. Genau, das ist jetzt nur für die Tomate, das ist für die Sauce Vierge. Die werden wir häuten, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Deswegen habe ich mir ein kurzes kleines Wasserbad gemacht. Nehmen wir mal hier ein Messer. Genau, wir nehmen den Strunk hier raus. Ich halte es mal hier in diese Kamera. Ich glaube, da sieht man es vielleicht besser. Den schneiden wir also großzügig weg. Ja. Und dann wird die einfach noch hier einmal kreuzweise eingeritzt. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis das Wasser kocht. Und dann? Dann geht's da weiter. In der Zwischenzeit, du wolltest was sagen, weil du mich so... Nee, ich habe gesagt so, und in der Zwischenzeit, ich habe deine Handbewegung nachgemacht. In der Zwischenzeit, ja, ist mir eingefallen, dass wir dazu ja einen Rosé trinken möchten. Und ich habe eine ganz tolle Idee. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was? Ja, er möchte eine alte Tradition wieder aufleben lassen. Das machen wir heute mal wieder. Ich schenke mal etwas ein. Es ist ein leichter spanischer Rosé. Okay. Den ich diesmal mitgebracht habe. Ich bin mal gespannt, ob er dir schmeckt. Ich auch. Mach mir keine Schande. Nein, ich hoffe nicht. Du hattest mir ja den Tipp gegeben, einen Rosé zu nehmen, aber man könnte auch einen Rotwein dazu trinken, ne? Also jetzt würde jetzt so ein Muschelgericht, muss ich sagen, doch der Weißwein besser gefallen. Ja. Oder eben ein Rosé, ein schön gekühlter, trockener. Der muss nicht unbedingt aus Spanien sein. Und wenn die Tanja hier einschenkt, liebe Zuschauer, schäle ich hier mal eine Schalotte. Die benötigen wir nämlich auch. Für die Sauce Vierge? Für die Sauce Vierge, exakt. Gut. So, jetzt trinken wir erstmal. Zum Wohl, liebe Zuschauer. Cheers. Salut.
Der kann was. Der kann was. Ist ein bisschen zu warm noch. Ne? Genau. Passt noch nicht so richtig. Das wird ja noch ein bisschen kühler. Aber wir kochen ja noch etwas heute. Genau. So, jetzt schauen wir schon mal da hier rein. Das sieht schon ganz gut aus. Die Muscheln haben sich da ganz gut gelöst, würde ich sagen. Die brauchen aber noch ein Minütchen. Aber ziemlich hell geworden sind sie schon. Ich denke, man kann es über die Deckenkamera ganz gut sehen. Die sehen aus wie Spargelköpfe. Ja, das erinnert mich jetzt wirklich daran. Das ist auch eine teure Variante von Spargelköpfen, muss ich sagen. Aber kann man, ich denke immer an so einen Kinofilm. Ja? Ja, irgendwas mit der Wüste, da kamen dann so Sandwürmer raus. Genau, da gab es einen ganz, ganz tollen. Und zwar, als ich jung war, mit diesen Spicewürmern, wie hieß denn nochmal, der Wüstenplanet. Richtig, da hast du recht, das erinnert wirklich voll daran. So, und die Schalotte, da kann man auch einen Frühlingslauch alternativ dazu nehmen. Die machen wir jetzt einfach in den Bubst. Das war noch eine Haut zu viel außen dran. Man wird älter. Okay, in so... Das ist wieder der Vorführeffekt. Ja, ja, das liegt, wirklich alles an den Temperaturen hier. Unter diesen Scheinwerfern wird es doch recht warm. Und dann reagieren unglaublich auch die Lebensmittel. Also stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, ich würde Ihnen hier kleine Zwiebelwürfel zubereiten. Das werde ich jetzt gleich in der Pause nachholen. Genau. Das mache ich gleich nochmal neu. Verzeihung. Die Muscheln. Die sind jetzt auch fertig. Dann nehmen wir die und gießen sie ab. Und dann würde ich sagen, ich komme wieder zurück in der nächsten Folge. Genau. Schalten Sie ein oder bleiben Sie dran. So, wir haben jetzt hier zwei Pfannen auf dem Herd und es geht schon weiter. Jörg, was machst du jetzt als nächstes? Es geht schon weiter. Ich werde jetzt die Sauce Vierge zubereiten. Jawohl. Und hier habe ich die Muscheln herausgenommen, einfach mal im Sieb abtropfen lassen, ein bisschen auskühlen. Mhm. Da nehmen wir einfach mal das Muschelfleisch und lösen es aus. Mhm. Das ist mal der eine Schritt. Hier haben wir Olivenöl in der Pfanne. Achtung, es könnte etwas spritzen mit dem hübschen Kleid. Sonst kriege ich wieder Ärger. Parallel habe ich natürlich noch die Tomate blanchiert, beziehungsweise die ist jetzt fertig. Ich wollte es noch mal kurz zeigen. Die habe ich ja eingerissen und habe das einfach in kaltem Wasser abgeschreckt. Jetzt kann man einfach nur die Haut so abziehen, liebe Zuschauer. Da sehen Sie, dass das geht wirklich, das geht ja easy. Ohne Probleme. Und dann nur noch halbieren und mit einem Löffel das Kerngehäuse raus. Und ich habe das schon mal vorbereitet. Ja, wir müssen ja bei zwei Gerichten auch ein bisschen Gas geben. Genau, und bei den vielen Fragen, die du mir immer stellst. Und Wein trinken möchte man natürlich auch noch. Da müssen wir schon ein bisschen faken hier in der Hast Show. Hast du gut gemacht, jawohl. Ja, ich weiß. Aber Sie haben gesehen, es geht ganz einfach mit dieser Tomate. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. So, dann haben wir also hier die Schalotten in Olivenöl. Dann kommt dazu die Tomate. Und da kann ruhig noch ein bisschen mehr Olivenöl rein. Olivenöl ist immer gut. Ja, so, und dann brauchen wir den Saft von einer halben Zitrone. Mhm. Der kommt auch noch mit dazu. Wenn Sie das mit der Hand können, wenn nicht, nehmen Sie so einen Auspresserle. Ja, ich habe schon einen auf der To-Do-List vom Center stehen. Seit einem Jahr, aber ich kriege keinen. Die haben gesagt, solange du das so gut kannst, Guman. Wir wollen ja auch, wir wollen, dass er sich ein bisschen anstrengt. Das ist gleichzeitig Training hier für die Oberarme. Genau. So, das lassen wir jetzt leicht köcheln. Ja. Und das ist eigentlich auch schon alles. Nein, das ist noch nicht alles. Noch nicht alles? Okay. Ja, klar, dass du noch würzen musst. Salz und Pfeffer darf man da schon nicht vergessen dabei. Einmal. Und dann ist es immer noch nicht alles, denn das Wichtigste fehlt noch. Okay, ich bin gespannt. Basilikum, liebe Zuschauer, Basilikum. Ja, der kommt gleich rein. Ah, ja, der wird jetzt gleich mitgekocht. Der frische, leckere Blatt Basilikum. Exactement. So. Also es ist auf jeden Fall wieder eine Köstlichkeit, was da in dieser Pfanne brutzelt. Eventuell sehen Sie das auch mal von oben durch unsere Kamera. Ich glaube, mein Weinglas stört. Ja, dann stell's zur Seite. Ja. Kann ich irgendetwas tun im Moment? Ja, du könntest eine Knoblauchzehe schälen für mich, bitte. Jawohl, das mache ich gerne. Dann hole ich mir ein Messerchen. Eine einzige reicht? Eine einzige. Weil die sind gehen auch zwei, wenn die klein sind. Klein, ja, dann nimm mal zwei. Na, würde ich sagen, mache ich einfach. So, hier der frische Basilikum rein. Und das ist schon unsere Sauce Vierge. Das ging schnell. Ich darf dir die da gerade hier drüben hinlegen? Ja. Die andere auch? Das legst du mir bitte mal hier rein. Hier das nehme ich später für unsere Aioli. Ah. So, jetzt sind wir dabei und lösen das Muschelfleisch aus den Schalen.
Das geht ganz einfach. Viele lösen sich von ganz alleine. Wir ziehen das also einfach ab. Also die sind noch nicht irgendwie festgebacken da drin. So. Und jetzt kannst du dir, liebe Tanja, schon mal einen Teller nehmen, ja, wo wir die später drauf anrichten. Und dann nimmst du dir mal so 10 schöne Schalen davon und legst sie nebeneinander. Wunderbar, der passt perfekt her. 10 solche Schalen nebeneinander legen, bitte. Ich nehme die mir einfach mal hier rüber. Ja. Ja, zu den Schwertmuscheln. Musst du jetzt gerade noch was kochtechnisch sagen? Oder noch ein letzter Satz. Ja? Hier habe ich auch noch mal eine Pfanne heiß. Da kommt jetzt rein, Sie werden es kaum glauben, liebe Zuschauer, Olivenöl. Und da braten wir jetzt das Schwertmuschelfleisch, das wir jetzt einfach noch grob in Stücke schneiden. Noch an. Und jetzt darfst du, Tanja. Genau, ich kriege nur 9 hier drauf. Oder ich müsste sie ein bisschen... Dann nehmen wir nur 9. Ja, das sind wir heute mal einfach großzügig. Ach, Gott sei Dank, ich war jetzt schon ganz panisch, mal ein Auge, dass ich 10 da drauf machen muss. Nee, Quatsch. Aber zu den Schwertmuscheln oder zu den Navajas, was ich ja vorhin schon gesagt habe einmal, ist, dass man lustigerweise in der, also wenn man sehr kulinarisch unterwegs ist, sage ich jetzt mal, die meisten Menschen kennen wirklich nur noch das Wort Navajas. Dabei ist das deutsche Wort ja Schwertmuschel oder Scheidenmuschel, was du vorhin gesagt hast. Die kommen aus dem Raum, also aus Gewässern von Norwegen bis runter nach Marokko. Das ist wirklich verrückt, wo man die eigentlich überall findet. Das mit dem Fuß habe ich ja auch schon gesagt, sie halten sich wirklich unten am Meeresgrund fest mit dem Fuß und können deswegen auch starke Strömungen aushalten. Also ganz, ganz verrückt. Und Navaja heißt auf Deutsch Klappmesser übrigens. Genau, Taschenmesser. Ja, oder Taschenmesser. Das finde ich also auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Weil es stimmt ja auch, ne? Also wenn man sich das vorstellt, das wäre so zusammen, dann würde es aussehen wie so eine Taschenmesserhülle. Ja, so viel jetzt erstmal dazu. So, das hast du erledigt. Hervorragend. Genau. Darf ich den Rest von den Schalen jetzt einfach wegschmeißen? Einfach weg damit. Okay. Ja. Ich reibe hier zwischenzeitlich in einfach etwas Schmand frische Knoblauchzehen rein. Wir machen jetzt keine klassische Aioli, sondern einfach eine Knoblauchcreme. Ich mag im Sommer die klassische Aioli aus Mayonnaise nicht so sehr. Mir ist es einfach zu fettig, zu gehaltvoll. Und das ist eine schöne Alternative. Man kann zur Alternative auch noch etwas Joghurt dazugeben. Da wird es einfach noch frischer und noch leichter. Vorsicht, liebe Tanja. Zu Aioli gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Informationen. Ursprünglich war das nämlich Knoblauch, Olivenöl und Salz. Punkt. Da war gar kein Schmand oder sonst irgendetwas drin. Nee, Schmand gehört ja auch nicht zu Aioli. Das sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich auch einen anderen Namen verwendet. Das ist richtig. So, jetzt füllen wir das da rein. Ich habe das noch mit etwas Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Das haben die Zuschauer aber sicherlich gesehen, während du erzählt hast. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob die Moderatorin das auch richtig hingelegt hat. Also, wenn ich das jetzt nicht hingekriegt habe, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Ja, müssen Sie umschulen. Aber es sind halt nur 9, nicht 10 Muschelschalen. Also, ja, ist schon. Ja. Ja, die Portion wird jetzt ein bisschen größer, dadurch, dass eine Muschelschale weniger da drauf liegt. So. Und. Zack. Hat ja gut, also ist ja gut rausgekommen jetzt, ne? So von der Menge her. Das hast du super gemacht. Großes Lob. Genau. Und während der Jörg Kuhmann jetzt quasi die Sauce Vierge dann noch drauf macht, sag ich Ihnen mal ganz kurz, wo Sie die Rezepte finden. Unter www.anixahd.tv/kochshow. Sie wissen Bescheid. Da gibt es einen Link. Den klicken Sie an und dann bekommen Sie das komplette Rezept. So, unser erstes Navaja-Gericht ist hiermit schon fertig. Na wunderbar, dann würde ich sagen, du machst einfach weiter, richtest noch ein bisschen an und wir sehen uns gleich wieder. So, also jetzt bereitest du das auf dem Backblech an für, das zweite Variante. Genau. Da drückt man die etwas auseinander hier. Mhm. Muss man aber auch aufpassen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ja, immer wenn du mir auf die Finger guckst. Geht's dann schwer. Vielleicht mache ich ihn nervös, liebe Zuschauer, wer weiß. Ich traue mich fast nicht mehr, hier irgendwas zu tun. Wir haben den Backofen mit Grillfunktion schon angeschaltet, also dass oben diese Spiralen richtig schön glühen. Gut. Und ich so soll funktioniert jetzt das. Ah, genau. Und du kannst mal die schnelle Aioli machen. Genau. Salz, Pfeffer, Knoblauch habe ich schon reingerieben. Mhm.
Aioli ist übrigens auch eine ganz faszinierende Geschichte. Oder musst du jetzt gerade noch was erzählen? Nein, ich muss nichts erzählen. Also Aioli gibt es mittlerweile seit über 1000 Jahren. Ursprünglich war das, wie gesagt, eigentlich mit Olivenöl, Knoblauch und Salz. Das war alles. Und es ist aber eine ganz, ganz besondere Geschichte, die zuzubereiten, wenn man das so machen möchte. Weil das muss dann eine gewisse Gerinnung haben und eine gewisse Temperatur. Also alles gar nicht so einfach. Kommt aus dem Mittelmeerraum. Und es gibt unterschiedliche Arten. Er hat ja auch vorhin schon gesagt, es gibt die mit der Mayonnaise-Variante. Ne? Also es gibt wirklich unterschiedliche Arten, Aioli zuzubereiten. Das ist jetzt die schnelle Aioli, die er hier macht. Also ganz Knoblauchcreme habe ich es genannt. Genau, Knoblauchcreme ist vielleicht auch, ja. Ist pauschale Aussage. Aussage, richtig. Da kann man nichts falsch machen. Hast du Salz und Pfeffer schon dran? Habe ich schon dran. Wunderbar. Es kann natürlich sein, dass wir gleich davon noch ein bisschen mehr brauchen. So. Was ich aber noch sagen wollte, oder musst du was sagen gerade? Nein, ich arbeite hier einfach weiter. Genau. Also Aioli, also dieses Al-I-Oli bedeutet einfach nur Knoblauch und Öl. Und bei den Franzosen gibt es ein Gericht, das heißt übrigens auch tatsächlich so. Man reicht dazu auch diese Knoblauchcreme, die wir hier jetzt gerade gemacht haben. Aber das besteht aus Gemüse und allen möglichen anderen Zutaten wie Kräutern etc. pp. Und dann kommt das noch dazu. Und warte mal, da gucke ich noch, was reinkommt. Kartoffeln, Seeschnecken und Fischfilet. Also auch das heißt Aioli. Das heißt, wenn Sie in Frankreich sind, nicht wundern, wenn Sie dann plötzlich so ein Gericht bekommen. Das ist auch noch alles. So, also meine Lieblingsvariante ist ja diese. Das ist jetzt einfach Olivenöl mit geriebenem Knoblauch. Ja. Das ist Meersalz. Das kommt jetzt oben drüber. Hm. Und Sie sehen, müssen Sie nicht mal jetzt vorbereiten, sondern wir gehen jetzt roh in den Ofen rein. Die Petersilie machst du erst später? Die Petersilie, sage ich. Ja, außer ich muss schwarze Petersilie, dann möchte ich es natürlich schon von Anfang an. Deswegen erst am Schluss drüber. Verstehe. Ja, weil bei der Temperatur, liebe Tanja, wär's verbrannt. Würde keine Petersilie aushalten. Sehen Sie, ich habe nur im Kopf gehabt, da muss Petersilie dran und deswegen wäre das von mir für mich da schon drauf gewesen. So, hier müsstest du dann gleich mal probieren, ob das so in Ordnung ist oder ob da noch Salz dazu soll. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Salz, weil ich es nicht mag, wenn es versalzen ist. Perfekt. Ja? Wow, super. Okay, super. Das heißt, ich kann aufhören zu rühren hier? Die hat Power. Das ist gut so. Das mag ich. Brauchst du noch Salz und Pfeffer? Nee, ne? Ich bin wunschlos glücklich. Ja. Was ich jetzt hier noch mache, ist einfach die Blattpetersilie, da lassen wir jetzt mal den Stängel weg. Mhm. Da möchte ich eigentlich jetzt mehr die Blätter haben. Blattpetersilie ist eigentlich immer das A und O, ne? Das sollte man eigentlich immer zu Hause haben, finde ich. Blattpetersilie und Basilikum. Ja, oder zumindest jedes Mal einkaufen für ein Gericht. Das wertet schon immer unglaublich auf. Ja, auch, wir haben ja schon mal eine Paella gekocht in der Kochsendung. Ja. Und auch da ist es ein Riesenunterschied, ob ich ja die Petersilie weglasse. Ja. Wir Deutschen nehmen ja lieber diese krause Petersilie. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Nee, also ich mag auch lieber Blattpetersilie und ich denke, das ist auch immer mehr im Kommen. Die jungen Leute haben fast nur noch Blattpetersilie in ihren Küchen, habe ich gemerkt. Ich habe gedacht, die kochen nur noch fertig. Nein, das stimmt nicht. Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe mehrere Kinder und die kochen alle noch richtig. Und es ist wirklich nicht schlecht, was die da machen. Die sehr gucken schön. Übrigens deine Show auch, mein Lieber. Die gucken meine Show? Ja, die gucken die Show auch. Ja. Und sind immer ganz fasziniert, was der Herr Guhmann alles weiß. Dann könnt ihr mich doch mal bald zum Essen einladen. Ich kann mal einen Test machen. Genau. Ob die auch was gelernt haben. Das werden sie bestimmt. Tanja, ja. Such uns doch mal den zweiten Teller. Ja, das mache ich gerne. Möchtest du auch wieder einen länglichen? So würde einen? Doch super passen. Würde super passen jetzt, ne? Das stelle ich hier drauf, dass du hier anrichten kannst? Ja, genau. Perfekt. Und das andere, das stellen wir hier rüber. Auch. Und das hier nebendran. Die Zuschauer möchten das ja auch als Ensemble sehen. Das Schöne ist, das Gericht kann man auch wirklich lauwarm oder kalt essen. Also nicht wundern, dass wir es jetzt nicht warm gehalten haben. Man kann es heiß zubereiten oder eben auch lauwarm, die Soße Vierge gibt es ja auch gibt's ja auch als kalte Soße. Ja. Also das muss nicht unbedingt zwingend warm sein. Und das ist für mich ein Sommergericht. Da mag ich es dann mit einem Stück Baguette und viel Olivenöl. Ja. Eher in dieser Variante. Außerdem ist es meistens so heiß, dass es dann egal ist. Trinke ich mal einen Schluck? Ja, ich trinke auch noch mal einen Schluck. Also ich überbrücke die Zeit, bis die Lavachas fertig sind. Sie merken das schon, liebe Zuschauer. Aber das ist live und deswegen, Sie sind live dabei. Das dauert dann auch manchmal einfach ein bisschen. So, dann schaue ich noch mal danach. Genau. Aber apropos Navajas, so wie du sie jetzt machst, ich bin ja auch schon mal in den Genuss gekommen. Ich stehe hinter Ihnen. Ich bin ja auch schon mal in den Genuss gekommen und ich muss wirklich sagen, das ist so einfach und es geht so schnell und es ist so grandios. Also,
So sieht das Ganze aus. Ich gehe doch ein Stück nach drüben. So. Ja. Die sind jetzt auch schon gut. 4 Minuten, 5 Minuten, da ist die Sache schon erledigt. Und alles mit diesem Salamander da oben drin, habe ich vorhin gelernt. Mit diesem Salamander, ja. Jetzt meldet sich unser Herd. Ja. Die Aioli stelle ich mal darüber. Und da kommt jetzt einfach nur noch drauf. Salz habe ich ja schon dran, haben Sie gesehen, liebe Zuschauer. So, frische Blattpetersilie, Knoblauchöl haben wir auch schon dran. Vielleicht so etwas Fleur de Sel, unser berühmtes französisches Blumensalz und frischer Zitronensaft. Mmh, und lecker. Dazu gehört diese Aioli. Und jetzt heben wir das noch um. Haben wir überhaupt noch Zeit zum Anrichten? Ein ganz klein bisschen Zeit. Das haben wir noch zum Anrichten. Exakt gemacht. Wenn du noch was zu sagen hast, dann... Nein, ich habe nichts zu sagen. Wir gucken jetzt einfach nur zu, wie lecker das dann aussieht, liebe Zuschauer. Denken Sie an die Rezepte. Das ist wirklich etwas, womit Sie sich den gesamten Sommer, aber auch den Herbst und das Frühjahr versüßen können, beziehungsweise versalzen oder wie auch immer. Würzen. So rum, jetzt habe ich es richtig gewort. Perfekt, lieber Jörg, ich sehe schon wieder. So. Du hast was Tolles gemacht. Oh, jetzt mache ich es erst alles Gerichte. Sauber, dann mache ich es wieder schmutzig hier. So, liebe Zuschauer, innerhalb das kürzester Zeit. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Rezept. Guten Appetit und bis hoffentlich bald. Tschüss.